Dieses letzte Beispiel aus der Punktkinetik beschäftigt sich mit einem schaukelnden Kind. Das Kind kann natürlich auch hier wiederum als Punktmasse angenommen werden. In der Lage Theta ist Theta 1 befindet sich der Schwerpunkt des Kindes momentan in Ruhe. Zu bestimmen ist für eine andere Lage Theta gleich Theta 2 die Geschwindigkeit und die Zugkraft in den beiden Halteseilen der Schaukel. Die Masse des Kindes ist gegeben, Größe und Masse von Sitzbrett und Seilen sind natürlich wieder zu vernachlässigen. Wenn man sich ein XY-System überlegt, das da oben im Aufhängepunkt der Schaukel sitzt und dann darunter extrapoliert, das Kind ist natürlich wieder eine Punktmasse, der Schwerpunkt des Kindes ist die Punktmasse, dann legen wir da die Koordinaten rein. Wir haben eben das natürliche Koordinatensystem mit Normal- und Tangentialrichtung und ich zeichne in Rot die Kräfte ein, nämlich die Gewichtskraft zeigt logischerweise in die negative Y-Richtung. Da oben ist der Schaukelwinkel Theta, den finden wir dann da herunten wieder von der Normalachse zur Horizontalen und entsprechend ist die Gewichtskraft aufgespalten, einmal mg Cosinus Theta und mg Sinus Theta. Das ist kraftmäßig das, was man braucht. Und dann gibt es natürlich sowohl eine Normalbeschleunigung als auch eine Tangentialbeschleunigung. Und dann kann man den Schwerpunktsatz eigentlich schon hinschreiben. Also die Kinetik in Tangentialrichtung vielleicht zuerst. Summe der Tangentialkräfte ist m mal a Tangential, liefert einmal m mal g mal Cosinus Theta, ist m mal a Tangential, kürzt sie das m raus, das heißt a Tangential ist nichts anderes als die Cosinus-Komponente der, der Erdbeschleunigung mit dem Winkel und die Normalrichtung ist a m mal a Normal. So, dann hat man natürlich, ah ja, und das haben wir nicht eingezeichnet noch, die Seilkräfte wären schon nicht schlecht, weil sonst hat man gleich einen Absturz produziert. Zweimal die Seilkraft, weil die Schaukel ja normalerweise rechts und links ein Seil hat. Also 2fs minus mg Sinus Theta ist m mal a normal. Und was ist m mal a normal wieder? V durch r, in dem Fall ist r die Seillänge l. Ja. Also m mal v Quadrat durch l. So. Ja? Also v Quadrat muss sein, damit überhaupt die Einheit stimmt. Sonst stimmt die Einheit für a ja auch nicht. Also die Zentripetalbeschleunigung sozusagen ist die Normalkomponente dann wieder in dem Fall. So, das ist die Kinetik soweit. Die Kinematik liefert wieder über die zeitfreie Gleichung, VdV ist ADS, einen Zusammenhang. Wenn wir integrieren, VdV von 0 bis V an der Stelle des Winkels Theta 2, die Angabe war, also der Winkel Theta 1, bei dem es startet, ist die Umkehrlage, deswegen ist dort die Geschwindigkeit 0, deswegen steht da als untere Grenze 0. Ist Theta 1 bis Theta 2. Und was ist jetzt da oben das A? Welches A ist das A? Ja. A Tangential. Warum eigentlich A Tangential?
weil die Geschwindigkeit immer tangential wirkt. Haben wir ja diskutiert, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre das nicht mehr die Bahn, auf der sie sich bewegen. Das heißt, wir setzen hier g Cosinus Theta ein, mal L natürlich, d Theta, weil ds ja L d Theta ist, wenn man es umformt auf Winkel. Der Bogen, die Bogenlänge ist Länge, Abstand mal Winkel. Und dann kann man da integrieren. Linke Seite und rechte Seite entsprechend integrieren. Kriegt raus V von Theta 2 halbe, V Quadrat halbe von der Seite, ja, zum Quadrat, ist G mal L. Und da rechts kommt raus Sinus Theta minus, also Sinus Theta vom einen und Sinus Theta vom anderen. Da steht ja G mal L mal Sinus Theta zwischen Theta 1 und Theta 2. Und das ist dann G mal L mal Sinus Theta 2 als obere Grenze minus Sinus Theta 1 als untere Grenze. Und dann sind die Winkel gegeben, Theta 1 ist 60 Grad, wissen wir, was der Sinus von 60 Grad ist, nämlich Wurzel 3 halbe, und Theta 2 ist 90 Grad, und der Sinus von 90 Grad ist was? 1, dann ist V an der Position Theta 2 die Wurzel aus 2 mal g mal l mal 1 minus Wurzel 3 halbe. Und das sind 2,81 Meter pro Sekunde. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist die Seilkraft. Und die Seilkraft kriegen wir natürlich aus dem Zusammenhang da oben. Jetzt kennen wir V, das haben wir oben schon eingesetzt. Damit ist die Seilkraft Fs mv² an der Stelle Theta 2 durch 2 mal L plus mg Sinus Theta halbe, und das sind 186,5 Newton bei mir. An der Stelle Theta 2, wo er gerade die Geschwindigkeit v von Theta 2 hat.